Morgen werden es 27 Jahre, die ich auf dieser Welt lebe. 27. Für mich bedeutet es Erfahrung, Erkenntnisse, die ich gesammelt habe. Einige sind gut, einige sind schlimm, einige Erkenntnisse, die will man gar nicht wahrhaben. Und das sind heute 27 Dinge, die ich mit meinen 27 Jahren gelernt habe. In der Hoffnung, dass sie vielleicht dem einen oder anderen zum Nachdenken bringen, dem einen oder anderen weiterhelfen oder vielleicht auch die Augen öffnen. Wer weiß. Es sind 27 Jahre. Egal wie man es dreht und wendet. Alles und jedes Jahr ist eine neue Erfahrung dazugekommen. Hier sind sie. Erstens, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der deine Interessen so vertreten kann wie du selbst. Zweitens, Respekt verdient man sich. Respekt kommt nicht durch deine Karriere, deinen Bildungsgrad oder deinen Status. Behandle jeden mit Respekt und du wirst Respekt widerfahren. Drittens, Erfolg kommt nicht über Nacht. Hinter jedem Erfolg stecken jahrelange Kämpfe, die niemand sehen wird. Und das ist okay. Viertens, Umziehen ist alles andere als einfach, aber oftmals der einzige Weg, um deinen Horizont zu erweitern. Fünftens, alleine zu sein bedeutet nicht immer alleine zu sein. Sechstens, Freunde kommen und gehen und du wirst viele beste Freunde kennenlernen, bevor du einen soliden Kreis an richtigen Freunden um dich herum hast. Siebtens, hinter dem schönsten Lachen stecken manchmal die schlimmsten Geschichten. Achtens, hab große Ziele. Je größer deine Ziele, desto besser und desto unwahrscheinlicher wirst du sie verfehlen. Neuntens, Neid bringt dich niemals weiter. Als ich jung war, war ich neidisch auf die coolen Leute meiner Klasse. Es wirkte auf mich, als hätten sie alles. Und später im Leben merkte ich, mit wie viel sie zu kämpfen hatten. Erfolg lässt sich nicht an Zahlen bemessen. Zahlen bedeuten gar nichts, solange deine Botschaft niemanden erreicht. Es ist okay, Nein zu sagen. Es spielt auch keine Rolle, was andere davon halten. Wenn du etwas nicht willst, sag nein. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist okay, Vergangenes zu reflektieren. Aber vergiss nicht, es ist nicht umsonst die Vergangenheit. Fokussiere dich auf deine Gegenwart und deine Zukunft. Du wirst viele Fehler in diesem Leben machen. Es gehört einfach dazu. Das Einzige, was du tun solltest, ist daraus zu lernen. Bildung ist eines der größten Geschenke und das Einzige, was dir niemand nehmen kann. Aber vergiss niemals, dass Noten nichts über dein Können sagen. Hör auf deine Eltern, Sammy, wenn es ums Leben geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie recht haben, ist groß. Es gibt wahrscheinlich auch keine Menschen auf dieser Welt, die mehr das Beste wollen als sie für dich. Du brauchst keine Menschen, die dich nicht brauchen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche rauben dir oft alle möglichen Freuden. Probiere immer Neues aus und erweitere stets deinen intellektuellen Horizont. Vertraut keinen Menschen, die euch Geheimnisse anderer erzählen. Das ist wahrscheinlich einer der größten Lebenserfahrungen, die ich machen musste. Offline zu sein, tut gut. Vor allem in der heutigen Zeit, wo alles über unser Smartphone funktioniert. Verbringt so viel Zeit, wie es geht, mit eurer Familie.
wird nicht immer um euch rum sein. Hör auf, nachtragend zu sein. Es geht so viel Zeit verloren. Und Zeit ist so ein großes Geschenk. Geld zu sparen ist oft wichtiger als Geld zu verdienen. Ziele im Leben zu haben ist wichtig. Wenn du keine Ziele im Leben hast, hast du keine genaue Richtung. Und so wirst du nirgendwo hinkommen. Es werden dir im Leben so viele Menschen begegnen, die dich einfach nicht mögen werden. Je mehr du redest, je mehr du tust, desto mehr Menschen werden etwas dagegen haben. Aber du vergisst nie, immer weiterzumachen. Es ist okay, Emotionen zu zeigen. Und anders zu sein. Anders zu sein ist sogar verdammt großartig. Also vergiss das nicht. Der Morgen ist nicht garantiert. Also lebe dein Leben und schätze das heute. Und das waren 27 Dinge, die ich in meinen Lebjahren gelernt habe. Auf dass diese Community weiterhin auch so großartig bleibt und meine Familie gesund bleibt und ihr gesund bleibt. Und ja, auf viele tolle weitere Erlebnisse, die wir gemeinsam feiern. Ob die nun schlecht oder gut sind. Das ist alles Teil des Lebens. Also ich würde sagen, Happy Birthday to me.